Wir verfolgen Ciris Spuren aufs Gellige und sehen einen weiteren Teil der Geschichte. Doch vorher müssen wir es noch mit einem verfluchten Werwolf aufnehmen, der nicht sterben kann. Und damit willkommen zurück bei Witcher 3. Wir haben in der letzten Folge dabei zugesehen, wie die gute Ceres zur Königin der Skelligen gewählt wurde. Und wenn wir hier schon auf der Ecke sind, können wir uns jetzt ja der Hauptquest widmen, die hier direkt, ja nicht nebenan ist, aber schon ziemlich nah. Und das können wir uns ja nicht entgehen lassen. So, Geralt, wir nehmen einmal den Weg hier, den da. Das bietet sich jedoch sehr stark an. Und dann laufen wir durch den wunderschönen Wald. Ich muss gestehen, ich liebe Wälder. Aber auch nur, wenn es nicht dunkel ist. Sonst finde ich Wälder sehr gruselig, aber der hier ist gerade sonnendurchströmt und wunderschön. Aber ich glaube auch nur bis zu dem Lager da vorne, danach wird er hässlich und kahl. Und da sehen wir sie schon, Moissac und Yennefer. Die sich nicht leiden können. Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut, sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Droide. Ich habe nichts gestohlen, ich habe mir nur etwas geborgt und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig! Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Sie tat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Es hat also niemand die Maske je benutzt? Nein, aber... Du weißt also nicht, ob und wie sie funktioniert. Doch, die Mythen berichten davon. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Ein Diebstahl auf der einen, Ciris Leben auf der anderen Seite. Ich sorge mich auch um Ciris Wohlergehen und schlug andere Schritte vor. Aber Yennefer hörte nicht einmal zu. Sie sagte, dass sie zu lange dauern würden. Sie will und braucht sofortige Ergebnisse. Sie war schon immer ein Hitzkopf. Stimmt. Dieses Mal hat sie aber einen guten Grund. Nichtsdestotrotz wird sie... die Maske benutzen, ob er will oder nicht. Was war das? Nein! Yennefer hat die Maske benutzt! Ein Sturm. Verdammt. Wir müssen die Maske neutralisieren, ihre Macht zum Schweigen bringen. Und es fängt instant an zu regnen. Das ist gar nicht mal so gut. Yen, was hast du getan? Und hey, ein Kräuterkundler. Guten Tag. Ich muss mal vorbei. Geralt, Vorsicht! Oh Gott, Neblinge. Nö. So, wo ist der echte Nebling hin? Da. Weg ist er. Gott sei Dank. Was war das? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Moissac sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück.
Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird. Oh, das überlebe ich schon irgendwie. Ja, ich glaube, Yen hat da gerade andere Prioritäten. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich will nicht. Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Du willst mal wieder meine Gedanken lesen. Was dagegen? Natürlich nicht. Du machst das sowieso, wann immer du willst. Bis jetzt hat's dir nicht geschadet, oder? Dann mal los. Da ist die erste Stelle. Da ist die erste Stelle, okay. Haben wir die Maske jetzt? Okay, wir haben die Maske ausgerüstet. Dann hin zur ersten Stelle. Hier ist es. Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Behalte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Ach so. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Okay, sie sind hier entlang gegangen, also... Ja, links oder rechts? Ich behaupte rechts. Da. Ah nee, schon wieder Nebling. Geh weg, geh weg, geh weg. Leg die Maske an. Okay, wir legen die Maske abermals an. Abermals an. Die Maske. Da. Pass auf! Was war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin. Ich auch. Sie sind hier lang gelaufen, also laufen wir auch dort entlang. Okay, da ist Nebling, das heißt, wir sind auf der richtigen Spur, behaupte ich. Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Da geht's weiter. Und? War, bereit? Als es geschah, hatte kaum benutze eine Chance. Die Maske. Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm. Okay, wir sollen ihr folgen. Also folgen wir ihr. Los. Los. Lauf, meine guteste Yen. Laufen Sie, laufen Sie. Bisschen schneller, bitte. Leg die Maske an. Okay. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Aber wer? Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Oh. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Wahrscheinlich ja. Für bestimmte Menschen würde ich alles tun. Und der Rest? Der ist dir scheißegal, oder? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos.
Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Immerhin. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. In die Richtung geflogen. Okay, dann suchen wir den Angreifer, der angeblich nur noch eine Leiche ist. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du? Ich kann. Sie kann. Was kann sie? Oh, den Baum anheben. Oh, eine Leiche. Ist das? Das sieht aus wie einer von der wilden Jagd. Das ist ziemlich eindeutig einer von der wilden Jagd. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn, wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? Ich glaube, wir können Moissac so weit vertrauen. In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Artskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindasfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Ich würde sagen, lass uns zusammen hingehen. Sofort. Warte. Wollen wir zusammen gehen? Jetzt gleich? Du verabscheust doch die Teleportation. Ich mag auch keine Tränke, aber wenn ich muss, dann trinke ich sie. Du trinkst auch, wenn du nicht musst. Nun gut, gehen wir. Bleib in meiner Nähe. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Unbedingt. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindasfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Das ist Hanne, wohl wahr. Noch nicht ganz trocken hinter den Ohren, doch da liegen sie. Wenn er uns nicht verletzt, und gesund. Sohn des Ehes. Vielleicht. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Viel Respekt Liebe Schwester, hat Janne von nicht. Entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Die wilde Jagd soll dieses Dorf zerstört haben. Das stimmt.
Auch wenn uns kaum jemand glaubt, ihr sicher auch nicht. Habt ihr Reiter auf Pferdeskeletten gesehen? Die Rüstungen mit Raureif bedeckt? Ja, genau. Sie sind mit einem Schiff aus den Nägeln der Toten hier gelandet. Wie in den Balladen. Leif schrie, holt die Kinder! Dann kamen sie, trafen ihn ins Gesicht, wollte etwas flüstern. Aber es kam nur Blut. Du wolltest nach jemandem fragen und nicht in ihren Wunden stochern. Es reicht. Was geschah dann? Ich denke, wir sollten respektieren, dass diese Mädels eventuell etwas sehr Traumatisches erlebt haben. Wir kommen auch anders an die Information. Jen, lass sie in Ruhe. Ach, du kapierst es nicht. Wenn wir erfahren, wo... Doch, ich kapiere es. Du sollst trotzdem aufhören. Du hast recht. Komm zur Sache. Sofort. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid. Sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben. Vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor... davor. Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen, bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden, auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Aha. Ein Feigling, der freiwillig in den Kampf zieht. Kommt nur mir das widersinnig vor? Darum hat er es getan. Der Feigling wusste, er kann die Ältesten nur umstimmen, wenn er Morgwag tötet. Und so seine Ehre und seinen Namen wiederherstellen. Ein Prozess durch eine Probe. Typisch für die Skelligen. Ich verspotte eure Gesetze nicht. Respektiert unsere bitte auch. Selbstverständlich, denn so gehört sich das. Da. Morgwag? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgwag nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindersfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgwag verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Sieht ganz danach aus. Ich kann Morgwag besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht. Morgwag wurde schon oft besiegt, aber er kehrt immer zurück. Ein komplizierter Fluch also. Ich brauche mehr Details. Verstehe ich, aber mehr weiß ich nicht. Sprecht mit Torda, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgwag und seine Männer angriffen. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Er wohnt in Larvik. Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier, im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten.
Nun gut, wir haben was zu tun. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Macht ihr wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Natürlich tun wir das. Okay, finde Freyas Garten und suche nach Feigling. Andererseits, es hieß, wir müssen noch woanders hin, denn wenn wir schon dahin fahren, laufen, was auch immer, dann will ich auch nach Lavik. Ich behaupte mal, das ist das Ding hier. Und da würde ich gerne zuerst einmal hin, wenn ich ehrlich bin, weil wenn wir schon in den Garten müssen, dann können wir auch diesen Moor-Dingenskirchen auch direkt mit zur Strecke bringen. Finde ich. Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Auch wenn der Feigling tot ist. Wir schaffen das schon. Hey, Geralt, komm zurück. Gleich. Ich möchte erstmal in das andere Dörfchen und mit dem Mann sprechen, in der Hoffnung, dass das wirklich hier gleich das Dorf ist und dass wir das dafür sollen. Aber das wird schon. Denn wenn schon, denn schon. Und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es läuft. So. Wir sollen zur Anlegestelle. Das hier sieht mir aus wie eine Anlegestelle. Ist das hier eine Anlegestelle? Skelliger, Krieger. Das wollte ich schon immer wissen. Krieger. Was macht ihr Hexer, wenn... Torda, da ist er! Jorre, du Armleuchter! Noch eins und ich lass dich Kiel holen! Hast du kurz Zeit? Ich bereite das Boot vor, siehst du nicht? Nilfgaardische Hunde, wir jagen uns ein paar. Es geht um größere Beute. Morgmark. Ah, daher weht der Wind. Na gut, frag. Zu Ehren Freyas. Du warst dort, als Morgmark den Garten plünderte. Hast angeblich als einziger überlebt. Stimmt, ich konnte fliehen. Die große Mutter hat mich an diesem Tag beschützt. Mhm. Aber ihre Priesterinnen waren ihr egal? Sieht so aus. Morgmark fesselte sie und schnitt ihnen die Kehlen durch wie Pferden, die man opfert. Und er lachte. Verstehst du? Er lachte. Aber Erzpriesterin Ulve verfluchte ihn mit dem letzten Atem. Du bist eine Bestie und sollst für immer eine bleiben. Heilige Frau. Das ist natürlich nicht gut, aber er wurde verflucht. Du bist eine Bestie und sollst für immer eine bleiben. Du hast den Priesterinnen nicht geholfen. Wieso nicht? Wie hätte ich das denn tun sollen? Alleine gegen ein Dutzend Plünderer, die... Was glotzt du so? Ich staune nur. Ihr seid hier doch besessen von Ehre und Mut und so weiter. Und du gibst einfach Fersengeld? Seltsam. Bin nicht stolz drauf. Seit jenem Tag suche ich den ehrenhaften Tod auf See. Aber die Göttin hält es wohl nicht für angebracht, mich zu rufen. Noch nicht. Na gut, Was geschah mit Morgmark? Kaum zu glauben, aber ihm wuchs ein Fell und sein Gesicht wurde zur Wolfsschnauze. Er heulte lang und schmerzerfüllt und dann stürzte er sich auf seine Männer. Sie wollten fliehen, aber er war schnell wie der Blitz. Und als er sie tötete, als seine Kiefer sich um ihre Kehlen schlossen, wurden sie zu Asche. Einfach so. Und rieselten ihm aus dem Maul. Nicht gut. Der Fluch ist komplex, mehrstufig. Wie die Macht der großen Mutter. Danke für die Hilfe. Möge die Göttin dir das Schwert führen. Okay, wir haben Informationen bekommen. Was genau wir damit anstellen, ich weiß es ehrlicherweise gerade nicht. Wir laufen jetzt einmal in das Dorf in der Hoffnung, dass da ein Schnellreisepunkt auf uns wartet, den wir einmal kurz benutzen können. Außerdem ist hier eine...
Dann opferten die Jarls auf Hindersfjall eine ganze Herde den Göttern, damit sie einen... Und da ist noch ein Ausrufezeichen. Ein Hexer? Sehe ich recht? Ja, gibt es Arbeit für mich? Wenn du willst. Da treibt was Böses sein Unwesen. Wir trauen uns schon nicht mehr aus dem Dorf. Irgendeine Ahnung, mit was für einem Biest wir es zu tun haben? Ach, man hört ja alles Mögliche. Die Frauen, die abends die Netze reinigen, reden von Koschtscheis und Manticoren. Aber das ist wohl nur Geschwätz. Wir würden ja den Rat der Priesterinnen der Freya suchen. Aber wie, wenn wir nicht zum Schrein gelangen? Und niemand hat das Biest gesehen? Nicht mal von Weitem? Oh doch, natürlich. Sogar aus nächster Nähe. Kurz bevor es ihr Blut im Unterholz verteilt hat. Ich wusste gleich, dass normale Leute nicht mit der Bestie fertig werden. Aber Sverre hat drauf bestanden, einen Trupp zusammengestellt und... Es kamen nur 4 zurück. Der Rest wurde östlich des Dorfs massakriert. Hilfst du? Natürlich. Ich kümmere mich um das Monster. Es ist nicht dein erstes. Das ist offensichtlich. Du bist nicht wie unsere Jungs. Übereifrig, aber ohne jeden Verstand. Die 4 Überlebenden. Wo finde ich die? Willst du mit Sverre sprechen? Vielleicht keine schlechte Idee. Die sitzen bei der Hütte da drüben. Gut, das machen wir nicht jetzt. Das machen wir nicht jetzt. Da ist ein Wegpunkt, das ist toll. Aber wir gucken uns einmal schnell noch hier das Brett an. Bitte der Druiden. Söhne und Töchter von Skellige, wenn ihr einen Hai fangt, ziemt es sich nicht nur die Flossen zu nehmen und den Rest ins Meer zu werfen. Solch eine Verschwendung ist eine Beleidigung der Natur und der Götter. Der Körper jeder getöteten Kreatur, sei es Wiesel oder Wal, muss vollständig verwertet werden, bis zum letzten Knochen und zur letzten Sehne. Moisak. Bitte von Brüngerd. Mein Sohn Gudjon ist vom Schlachtfeld desertiert. Wer ihn sieht, sollte den Feigling umbringen und seine Leiche den Fischen im Meer zum Fraß vorwerfen. Brüngerd. Hilfe mit einem Schild. Wer kann einen goldenen Drachen auf mein Schild malen? Als ich es selbst versucht habe, sah er eher nach einer Eidechse mit hervorstehenden Zähnen aus. Bussi. Schön. Okay. Dann haben wir hier Rennen zu Ehren der Modron Freya. Willst du Freya verehren und zugleich deinen Mut beweisen? Dann nimm am jährlichen Heldenrennen teil. Die Priesterinnen und die Göttin selbst werden dich mit Gold und Segen überschütten. Es sei kund und wissen getan, dass nicht alle Teilnehmer die Ziellinie unversehrt erreichen werden. Wer schwangere Frauen, unvollendete Geschäfte oder Ehrenschulden hat, überlege besser 2-mal, bevor er aufsattelt. Schwester Svana. Und Auftrag Morgwag, was wir ja ohnehin schon machen. Söhne und Töchter der Freya, wieder ist ein Jahr vergangen, in dem Morgwag in den Gärten der Göttin sein Unwesen getrieben hat. Wer den Mut hat, dieses böse Wesen zu erschlagen, wird unter den Sterblichen berühmt werden und die Gunst der Unsterblichen erringen. Und erhält außerdem eine Belohnung aus der Schatzkammer des Tempels, Schwester Josta. Okay, so Morgwag machen wir ja ohnehin. Das ist ja genau das, wo es uns hin verschlägt. Da sind noch mehr Ausrufezeichen, heiliges Stück. So, wir wollen aber erstmal hier hin. Von hier aus ist der Weg nämlich nicht so weit. Und da möchte ich hin. Genau, hier ist die richtige Richtung. Ich denke aber, ich werde mir zuerst einmal Morgwag anmachen. Wenn es denn durchläuft. Die Quest läuft nicht durch. Na gut. Aber das macht nichts. Das kriegen wir schon hin. Da steht unsere beste Yennefer. Hallo, hallo. So. Einen Bissen. Nur einen haben. Und ein das Stückchen ist Morgwag, wie es aussieht. Einen Krümel. Essen. Essen. Scheiße. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Okay, offenbar kommen wir rein. Freut er sich nicht, uns Nein. zu sehen. Warte, er hat euch er gar nicht bemerkt. Sieht. Also, wo fangen wir an?
Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Ich möchte aber erstmal Morgwag machen. Warte, ich mache mal hier die Quests. Ist das ein Hexerauftrag? Hallo? Okay, das ist kein Hexerauftrag. Ist es eine Nebenquest? Im Wolfspelz? Im Wolfspelz, da ist es. Finde Morgwag. Du wolltest doch beim Baum anfangen. Tun wir, wozu wir gekommen sind und gehen. Dir gefällt es mir nicht. Gut, ich warte beim Baum. Jen wartet beim Baum, das ist sehr gut. Habe ich nicht gerade die andere Quest angemacht eigentlich, sag mal? Moment, ich habe doch gerade die andere Quest angemacht. Nebenquests im Wolfspelz. Da, finde Morgwag. Das wollte ich. Das Blut des Feiglings. Ah, das ist der Feigling. Okay, den will ich nicht. Was ist hier? Eine Tür. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Natürlich. Oder verrammelt. Ich muss außenrum. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Mhm. Da ist der Baum, da will ja gar keiner hin. Hier komme ich da rein, da kommen wir rein. Finden wir hier was? Also, Blut finden wir hier, jede Menge davon. Abgeschlossen, dann ist doch die Tür da sicherlich auch abgeschlossen. Auch abgeschlossen, okay, das heißt, da geht es auch nicht durch. Dann... Hier geht's durch. Hier ist noch ein Wolfi. Okay. Huch. Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist okay. Das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Will ich nicht. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. Das hat sie jetzt bestimmt gehört, Geralt. So. Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Aha. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Na gut. Was müssen wir tun? Wo haben wir denn hier Schleusentüre? Tore. Was ist vor allem hier? Hier ist voll die Höhle. Schlüssel! Ramond, wo ist der Schlüssel? Alles, was ich habe, im Kapitelhaus, in der Truhe. Aber der Schlüssel, wo ist der? Warum so still, Ramond? Dieb, du! Gauner! Hurensohn! Wertloser Bastard! Ich finde den Schlüssel ohne dich, Idioten! Mieses Arschloch! Du kannst deinen Gestank nicht verstecken. Will ich ja auch gar nicht. Oh, köstlich. Können wir jetzt reden? Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Bring
ich den Fluch. Befrei mich endlich. Ich werde dich belohnen. Wirst du das? Ich suche einen Mann, den man den Feigling nennt. Er kam wohl her, um dich zu töten. Hat's wohl nicht geschafft. Wer herkommt, stellt sich selten vor. Wie hat er ausgesehen? Das wissen wir nicht. Oh, keine Ahnung. Dann kann ich nicht helfen. Ich habe schon viele zerrissen. Sagtest du etwas von einer Belohnung? Geplündert. Geflattert, getrunken. Mit einer Ausnahme. Echter Schatz. Versteckt. Dein... Wenn du mir hilfst! Es macht also keinen Spaß, ein Werwolf zu sein? Es ist furchtbar. Nicht der Garten, an den ich gebunden bin, sondern der Hunger. Was immer ich verschlinge, wird zu Asche. Ich kann nichts fressen, nichts trinken. Und doch lebe ich und streife umher. Der Hunger ist schrecklich. Ich fresse mein eigenes Fleisch. Aber der kleinste Bissen brennt in der Kehle. Wie heißer Teer. Ewiger Hunger. Klassischer kann kein Fluch sein. Das würde erklären, warum die Leichen alle unberührt waren. Hilf! Sonst komme ich zurück und reiß dich in Stücke. Natürlich helfen wir. Wir sind nett. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Geh und sieh. Ich rate dir gut. Okay. Wir können ihn füttern. Wir füttern ihn mal. Wir haben rohes Fleisch. Komm, er kriegt 25 rohes Fleisch. Dreieck? Ist Dreieck richtig jetzt? Ablegen, 8. Achso, nee, warte. Schließen? Mal sehen, einfach. Ob es einfach okay. Morgwa, ich biete dir nach meinem eigenen freien Willen dieses Fressen an. Hau rein. Hau rein. Nicht zu Asche. Das erfahren wir erst, wenn du es probierst. Los, einen Happen für Papi. Verdammt! Diese Scheiße wieder! Klappt scheinbar nicht. Schade. Na gut, dann erledigen wir ihn mal. Das Gespräch ermüdet mich. Kein Interesse. Was hast du vor? Meinen Beruf ausüben. So, er kommt ja wieder. Wie wir wissen, er kommt ja wieder. Werwolffleisch. Oh, müssen wir vielleicht das, also müssen wir ihm das vielleicht zu fressen geben? Sein eigenes Fleisch? Es ist eine Questmarkierung, also... Luftzug von unten. Eine Höhle. Okay, und da unten ist irgendwo eine Höhle. Und da kommen wir doch wahrscheinlich dann nur rein, wenn wir aufnehmen. Achso, okay. Idealer Freund. Geduldig. Nimm den Mund nicht zu voll. Schön. Genau. Und in die Höhle kommen wir wahrscheinlich nur rein, wenn wir dieses Rätsel mit den Dingsens. Ihr wisst doch, was ich meine, Mensch. Mit den Schleusen lösen. So, das Wort ist mir entfallen. Wir benutzen mal das da. Was macht das?
Okay, jetzt ist die Schleuse auf. Toll. Bringt uns nicht so viel, außer dass gar nichts passiert. Okay, die ist wieder zu. Ich setze dafür eine andere auf. Und wenn ich jetzt wieder das hier mache, gibt er die gleiche auf, oder? Okay, Quest aktualisiert namenlos. Okay, dann machen wir erstmal hier. Wenn sich da gerade die Quest aktualisiert hat, dann gibt es hier irgendwas für uns zu tun. Okay, hier kommen wir raus. Und da ist eine offene Tür. Hüpf, hüpf, hüpf. Los, Geralt, hüpf. Ein Symbol von Freya. Oha. Oha. Unberührt, nichts gefressen. Morgwag verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig. Geralt, du weißt doch mittlerweile warum. Ich bin zurück. Ich komme immer zurück. Aber jetzt werden wir dich eventuell los, mein Bester. Ich bin fast neidisch. Willst du eine Geschichte hören? Wollen wir? Wir wollen natürlich. Wenn's sein muss, bin ganz Ohr. Es kamen Krieger, wussten, dass sie mich nicht töten konnten. Legten eine Falle, ketteten mich an, schlossen mich hier ein. Weißt du, was ich getan habe? Ich biss mir das Bein ab, um mich zu befreien. Jeder Biss war zum Heulen. Ich spuckte Blut. Die eigenen Gliedmaßen abbeißen tat weh? Wer hätte das gedacht? Du verstehst das nicht. Das war mehr. Mein Maul brannte, als ob ich Feuer geschluckt hätte. Als ob alles in mir zerrissen wäre. Ich dachte, ich sterbe. Aber ich schaffte es. Und dann zerriss ich sie in kleine Fetzen. Ein winziges Stöckchen. Diese verfluchten Helden. Hat deine Geschichte auch eine Moral? Oder prallst du nur? Die Moral ist... Du kannst mich nicht töten. Nicht aufhalten, nicht fesseln. Ich entkomme überall. Der Fluch. Ich kehre zurück, um dich wieder zu erholen. Mal sehen. Hey, Kollege? Kämpfst du bitte gegen mich? Hallo? Ich hab hier Ich hab hier was für dich. Du kannst dem ein Ende machen. Erlöse mich. Mal schauen, ob wir das jetzt hinkriegen. Wir füttern ihn mit seinem eigenen Fleisch. Verwestes Fleisch, wo ist denn das? Bei Questgegenständen, ne? Hier. Werwolffleisch. Versuch mal das hier. Müsste den Fluch brechen. Das hast du schon letztes Mal gesagt. Entspann dich. Das hier ist was anderes. Es funktioniert. Wehe, wenn nicht. Ich zerreiß dich. Zerfetz dich. Was hast du getan? Das war dein eigenes Fleisch. Das lässt der Fluch nicht zu, soweit ich weiß.
Sohn! Hast mich betrogen, Schwindler! Kaun, wolltest du nicht, dass ich den Fluch breche? Na bitte. Das heißt, der Fluch ist gebrochen. Morgwag ist entschwunden. Futsch, sozusagen. Okay. Das ist doch soweit ganz gut. Und hey, hier ist die Höhle. Genau hier wollten wir doch hin. Wurzel, dann bin ich direkt unter Yen. Hey, hörst du mich? Geralt, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Okay, hier sind weitere Blutspuren. Und da ist was Rotes, oder eher jemand Rotes. Das wird er wohl sein. Verdammt. Tot. Schon eine ganze Weile. Yen, ich hab ihn. Und? Ich hab schon Moder heute gesehen, die besser aussahen als er. Scheiße. Also, kratz zusammen, was du kannst und schaff die Reste her. Das lassen wir uns wohl nicht zweimal sagen. Du hast wohl einen Plan? Ach was, verwesendes Fleisch fasziniert mich einfach. Wir reden, wenn du hier bist, ja? Yen, charmant wie immer. Deshalb hat er sich doch in sie verliebt. Ich will dich jemandem vorstellen. Oh, er verwest schon. Aber die Stimmbänder sind intakt. Vielleicht kriegen wir noch was aus ihm raus. Er sieht nicht sehr geschwätzig aus. Man kann jeden zum Reden bringen, auch eine Leiche. Man muss nur wissen, wie. Ich dachte, Nekromantie sei streng verboten. Das ist Sex vor der Ehe auch. Aber ich gebe nichts auf solchen Blödsinn. Was? Schwarze Magie ist kein Jux. Solche Zauber gehen nie gut aus. Nie. Mir gefällt das nicht besser als dir, glaub mir. Aber ich mag den Gedanken, dass Ciri in Gefahr ist, noch viel weniger. Verstehe. Das gibt uns aber nicht das Recht. Geralt, bitte. Wir haben jetzt keine Zeit für Ethikdebatten. Also gut, was haben wir für eine andere Wahl? Außer keine. Brauchst du noch etwas für den Zauber? Mhm. Das Blut eines Neugeborenen, eine Jungfrauenzunge und das Auge eines Molchs. Jetzt nochmal ohne Sarkasmus? Ich brauche nichts. Ich bin eine Zauberin, keine Kräutermuhme. Ich brauche nur Energie. Davon allerdings reichlich. Zum Glück ist dieser Ort voll von Magie. Außerdem ist er heilig. Die Priesterinnen werden toben, wenn du mit seiner Energie Leichen wiederbelebst. Geralt, du gehst mir auf die Nerven. Ich biete Lösungen an und du suchst bloß nach Schwachstellen. Na gut. An die Arbeit. Tut mir leid, dich mit meinen Zweifeln zu belästigen. Bitte, Geralt. Wenn du bitte sagst, ist es nie eine Bitte, sondern immer ein Befehl. Aber machen wir weiter. An die Arbeit. Selene, Davida! Von Lofoten. Nein, ich habe einen Namen. Sial. Wir suchen nach Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Hast du sie gesehen? Wie ist der Grund für meinen Fluch? Das ist mir egal. Was ist mit ihr geschehen?
Was hat sie hier gemacht? Sprich! Nein! Sprich! Sprich! Das Meer! Sie fiel! Ist fast ertrunken! Schon krass, dass wir die Infos gerade von einer Leiche bekommen. Aber hey, wir erfahren etwas Neues. Ein weiterer Rückblick von Ciri. Immerhin hat er dazu nicht Nein gesagt. Cyril, hörst du mich? Ja. Ich muss jetzt gehen. Wir treffen uns unter dem Felsen der Ertrunkenen. Behältst du das? Wiederhol es. Felsen der Ertrunkenen. Du bist wach. Und ich dachte schon... Wer bin ich? Und wer bist du? Schon gut. Du bist auf Hindas Fjall im Dorf Lofoten. Man nennt mich Skjall. Aber wie bin ich... Was? Wir haben dich aus dem Meer gefischt. Dich und deinen Freund. Wie lange habe ich geschlafen? Fast einen Tag. Heute früh haben wir dich reingeholt. Jetzt bricht die Nacht an. Verdammt, zu lange. Du musstest dich dringend erholen. Hast einiges durchgemacht, oder? Hast ein paar hässliche, frische Narben. Ja, ich habe einiges durchgemacht. Und ich dachte, Festlandfrauen kämpfen nicht. Manchmal bleibt ihnen nichts anderes übrig. Und wo ist er? Mein... Freund! Der ist vor einer Weile losgezogen. Hat gesagt, er müsse ein Boot finden. Warum trägt er diese Maske? Stimmt was nicht mit seinem Gesicht? Nein. Er will nur nicht, dass andere es sehen. Hilf. Hilf mir hoch. Ich glaube, du solltest lieber... Weniger Worte, mehr Taten. Oh, typisch, mein Bruder. Man guckt einen Moment nicht hin, schon legt er die Pfoten an ein Mädchen. Astrid, du bist wirklich zu blöd. Du weißt ganz genau, dass ich ihr hochhelfe. Ich weiß, es ist grausam, aber ich muss das Brautwerben stoppen. Komm, wir gehen in die Sauna. Wohin? Genau. Mach den Mund zu, sonst kommen Fliegen rein. In die Sauna. Mädel, du warst ganz blau gefroren, als wir dich hier reingebracht haben. Wir müssen dir das Blut auftauen. Und ich befürchte, in der Sauna darf ich wieder ganz viel zensieren. Juhu! Nein, das ist nicht nötig. Es geht mir prima. Hey! Prima? Du kannst dich kaum auf den Beinen halten. Und das ist auch kein Wunder, steif gefroren wie du bist. Aber keine Bange, Mama und ich kümmern uns darum. Na gut. Tut mir leid, aber ich muss zum Felsen der Ertrunkenen. So schnell wie möglich. Ich zwinge dich nicht, hier zu bleiben. Aber das ist recht weit. Und du kannst kaum laufen. Nimm besser ein Pferd. Stimmt. Skjall kann dir ein Pferd satteln. Du musst einen Augenblick warten. Aber du bist immer noch schneller als zu Fuß. Ja, das wäre gut. Vielen Dank euch beiden. Schnickschnack. Nichts zu danken. Komm jetzt. Zeit, dich gesund zu schwitzen. Wo sind denn meine Kleider? Die habe ich schon. Komm! Ich glaube, wir haben keine andere Wahl.
Mist. Zum Entspannen und Erholen, verdammt. Der Mann in der Maske, der kommt von weit her, nicht wahr? Oh ja, von sehr weit her. Und von wo genau? Du bist aber neugierig. Überrascht dich das? Mein ganzes Leben hocke ich in diesem Fischteich. Ich würde alles drum geben, zu reisen wie du. Wie ich? Nein, das würdest du nicht wollen. Glaub mir. Ja, das würde man wirklich nicht wollen, glaube ich. So zu reisen wie Ciri ist ziemlich anstrengend. Umso besser, dass wir uns erstmal eine Runde entspannen gehen. Also schön. Rein mit dir und raus aus den Fetzen. Alles okay. Ausziehen? Ja, natürlich. Okay, alles ausziehen. Komm, wir gehen in die Sauna. Ich glaube nicht, dass Ciri prüde ist. Insofern. Und sie ist ja auch nicht ganz nackedei. Aber ich sehe schon, Astrids Mutter hat nichts obenrum an. Und sie auch nicht. Hey! Ich freue mich aufs Video bearbeiten. Endlich. Ich hatte schon Sorge, sie... Ach, Mama, du machst dir immer Sorgen. Es ist alles in Ordnung, nicht wahr? Ja, alles in Ordnung. Gut, das ist gut. Was hast du da an der Hüfte, Kind? Ein Bluterguss? Das? Nein, das ist eine Tätowierung. Tatsächlich? Eine rote Rose. Bedeutet sie was? Das ist ein Andenken an jemand Besonderen. Der ist jetzt tot. Ich kann es mir vorstellen. Du hattest einen gut aussehenden Verlobten. Er gab dir eine rote Rose, segelte hinaus und die grausame See verschlang ihn. Fast. Ach, Kind. Diese Barden haben dir den Kopf mit ihren albernen Liebesliedern gefüllt. Wir schwatzen und der ganze Dampf ist weg. Wir brauchen noch einen Aufguss. Ich glaube auch. Und ich meine, hey, aktuell fühlt es sich im Aufnahmezimmer genauso an wie in der Sauna. Gibt's da auch Saunas? Weißt du, ich habe eigentlich gar kein Zuhause. Bin immer unterwegs. Ah, ach so. Wohin fuhr dein Schiff denn? Schiff? Wir haben dich aus dem Meer gezogen. Ich dachte, du wärst schiffbrüchig. Ja, mein Schiff. Wir kamen aus Novigrad. Und was machst du auf den Skelligen? Sagen wir, ich suche hier jemanden. Hoffentlich nicht deinen Verlobten. Wieso? Das würde Skjall das Herz brechen. Er ist total verschossen in dich. Hat den ganzen Tag an deinem Bett gesessen und dich angestarrt, als wärst du ein Kunstwerk. Astrid, das solltest du ihr doch nicht sagen. Oh, na, jetzt ist es zu spät. Gefällt Skjall dir? Typisch Geschwister. Aber ja, komm, komm, er gefällt uns gut. Er ist ganz süß. Ich finde, er sieht recht gut aus. Das halbe Dorf ist verrückt nach ihm, aber er mag dich. Eine geheimnisvolle, schaumgeborene Schönheit. Jetzt hör schon auf, du bist unmöglich heute. Hört mal, es ist hier sehr schön mit euch, aber ich muss jetzt dringend los. Verstehe. Wer würde schon in diesem Nest hocken wollen? Hier ist jeder mit jedem verwandt und es stinkt nach Fisch. Ich glaube kaum, dass du mit irgendwem hier verwandt bist. Niemand in Lofoten nörgelt so rum wie du. Setz dich und sei still. Kind, Skjall hat die Pferde bestimmt schon gesattelt. Aber ehe du gehst, musst du noch schnell ins Wasser springen. Das tut dir gut. Nala, ja, also, warum nicht? Warum nicht? Geh durch genau. Die Tür, dann siehst du den Pier. Pass auf, er ist glitschig. Vielen Dank nochmals. Schon wieder nichts zu danken. Viel Glück auf deiner Reise. Komm, die beiden waren sehr nett. Und außerdem nochmal ins kalte Wasser. Und schon geht der Lebensbalken hoch. Genau das wollten wir. So schnell irgendwo hingucken, wo wir keine Brüste sehen. Na, überall Brüste. Wir gucken die Wand an. Die Wand ist wunderschön. Na, wobei ganz hoch geht die Energie nicht. Okay, warte, wir gucken, wir gehen irgendwo raus, wo keine Brüste sind. Ich will keine Brüste sehen. Das sind Knie und... Hallo, Brüste. Noch mehr Brüste. Oh Gott, lasst mich doch in Frieden. Ah. Okay, was ist das hier? Trinken.
Okay. Jetzt ist die Energie wieder voll und Brüste. Es sind so viele Brüste. Dieses Video zu bearbeiten wird Jahre dauern. Also die Folge, wenn sie rauskommt, wahrscheinlich ist es dann 2025. Vielleicht auch nicht. So, wir ziehen uns an und gehen. B. Gut. Schnell zu Skjall. Wir haben genug Zeit verplempert, aber sind immerhin wieder full life. Und uns geht es deutlich besser. Das war ja der Plan. Auch Ciri darf sich mal erholen. Oh, hier bist du. Die Pferde sind bereit. Ich auch. Wollen wir los? Hör mal, ich hoffe, meine Schwester hat doch keinen Mist erzählt, oder? Nein, nur dass du mich magst. Ihr wisst, ich muss diese Antwort nehmen. Nein, außer dass du in mich verknallt bist. Was? Aber sie sollte doch... Außerdem bin ich nicht... Natürlich bist du... Aber... Ach, weißt du, reiten wir los. Du hast es eilig und es wird bald dunkel. So eilig habe ich es gar nicht. Süß. Das war dein erster Kuss, oder? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, ach, schön. Mein erster. Wir haben nicht viel Zeit. Aber ein paar Dinge kann ich dir noch zeigen. Oh. Lauft um euer Leben! Vielleicht auch lieber nicht. Ich komme alleine klar. Ach, scheiße. Und ich fürchte auch, dass es seine Familie nicht überlebt hat, denn die anderen beiden haben wir nicht gesehen. Astrid und ihre Mutter. Zu mir, die Frauen und Kinder. Wir müssen sie beschützen. Du weißt, wenn du wütend gemacht hast. So, noch einer weg. Dann hier. Gut, dass wir Full Life sind. Stellt euch vor, wir hätten kein Full Life. Jetzt würde es uns immer noch schlecht gehen. Das wäre überhaupt nicht gut. Alle zusammen! Das ist deine Art! Reitet Ciri! Nicht umsehen! Und er rettet Ciri quasi jetzt das Leben. Und wir haben nicht mal eine andere Wahl. Was war das? Die wilde Jagd. Ragnarok. Das Ende der Welt. Nein, noch nicht. Und Ciri hat da irgendwas im Gesicht. Sie sind wegen mir hier. Schnell, sitz auf. Ich zeig dir den Weg zum Felsen. Bleib hier. Kümmere dich um Astrid und eure Mutter. Später. Wenn ich sicher bin, dass du es schaffst. Los! Nein! Das geht doch nicht. Familie geht vor. Familie geht doch immer vor. Ciri, nicht umsehen. Ich sehe mich niemals um. Okay, vielleicht doch. Warte mal. Also nein, lieber nicht. Schneller, schneller. Sie holen auf. Okay. Bisher läuft's ganz gut. Aua. So viel zum Thema. Bisher läuft's ganz gut. Pferd, renn. Das Viech hat uns zum Glück nicht erwischt. Das Viech hat uns leider ziemlich erwischt. So, haben wir es gleich mal geschafft. Weil mein Leben ist ziemlich am Arsch. Und meine Pferdeausdauer auch. Noch ein Treffer und ich bin Matschepampe. Ach, Gott sei Dank. Halt an! Was?
Da hat der Ciri einfach ausgenockt. Einfach ausgenockt hat er Ciri. Der Elf. Frechheit. Und den kleinen Kerl kennen wir ja auch schon. Den kennen wir auch schon. Was ist aus dieser Kreatur geworden? Wo ist sie? Als tut sie. Wo? Sie war mein Donas. Aber er hat sie verkauft. An wen? Weiß nicht. Geh jetzt. Sag's ihnen. Wasch meinen Namen rein. Verschwinde, sag ich. Ich glaube, nie passte, möge er in Frieden ruhen, besser als jetzt. Und ich glaube, der gute Baum ist hinüber. Jen, verschwinden wir von hier. Jetzt sofort. Darum musst du mich nicht zweimal bitten. Der Garten! Unser Garten! Wie konntet ihr nur? Wir helfen euch und ihr... Unfassbar! Ganz ruhig. Wage es nicht, mich zu beruhigen. Wir haben jedes Recht, wütend zu sein. Rasend! Dafür werdet ihr bezahlen. Es tut mir leid. Das ist alles? Mehr fällt dir nicht ein? Nichts, was helfen würde. Ich werde überall auf den Skelligen verkünden, was ihr hier getan habt. Halt, das hab nur ich getan. Geralt wollte mich aufhalten. Ich wollte nicht hören. Ich hätte es wissen müssen. Man hat mich vor dir gewarnt. Zauberin! Niemand soll dir die Tür öffnen. Niemand deinen Hunger stillen. Niemand deine Wunden versorgen. Geralt macht das schon. Jen, das hättest du nicht tun müssen. Aber ich wollte es. Ich will nicht drüber reden. Konzentrieren wir uns auf das, was Fjall gesagt hat. Viel haben wir nicht erfahren. Obwohl wir sicher sein können, dass Ciri nicht mehr auf den Skelligen ist. Und auch nicht in Velen oder Novigrad. Sie ist verschwunden. Schon wieder. Vielleicht sollten wir nochmal durchgehen, was wir erfahren haben. Uns könnte ein wichtiger Hinweis entgangen sein. Ich hoffe, dass das so ist. Ich möchte wirklich wissen, in was sie hineingeraten ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir holen sie da raus. Gesund und munter, versprochen. Der Schlüssel zu Ciri ist dieses widerliche Ding, das Gyal am Strand gesehen hat, glaube ich. Weißt du, ich habe jemanden gesehen, der ganz ähnlich aussah. Wo denn? In Velen, in einer Burg, in der bis vor kurzem ein selbsternannter Baron geherrscht hat. Jetzt hat dort seine rechte Hand das Sagen, Feldwebel Ardal. Dann geh hin und hol sie, egal wie. Kauf sie, entführ sie. Das Ding ist eindeutig verflucht. Geistig völlig von der Rolle. Kein normales Gespräch wird möglich sein. Jammern hilft nichts. Alles wird gut. Ein Fluch? Bitte. Das ist doch für eine Zauberin und einen Hexer kein Hindernis. Sag mir,
Meinst du, dass... Nein, schon gut. Ciris Spur ins Gellige. Wir sind ihr gefolgt und haben die Möglichkeiten ausgeschöpft. Vielleicht ist es Zeit, aufs Festland zurückzukehren. Vorher, da ist noch etwas... etwas Wichtiges. Was denn? Treffen wir uns in Larvik, in der Kriegerhalle. Reden wir dort. Gut. Bis bald in Larvik. Danke. Dafür. Und für deine Hilfe im Garten. Ohne dich hätte ich's nicht geschafft. Das war doch nichts. Geralt, du kennst mich. Ich lobe selten. Aber wenn, dann meine ich's ehrlich. Nun gut. Wir haben was Neues über Ciri erfahren. Und sollen theoretisch aufs Festland zurück, aber vorher hat Yennefer noch eine Bitte. Und ich muss einmal gucken, dass ich die richtige Taste drücke, weil ich will hier ja nichts und niemanden angreifen. Nebenquests im Wolfspelz. Da, die Quest müssen wir noch abgeben. Also reisen wir einmal schnell nach Larvik. Nach Larvik? Nicht nach Larvik. Da wäre ich jetzt aber voll in die Falle getappt. Sondern wir müssen... Wo müssen wir hin? Warte. Hier müssen wir lang. Ah, hier müssen wir lang. Hallo? Hallo, hallo? Los, lauf! So, hier und dann dort. Da. Plätze! Dieses Pferd hasst Brücken. So. Hier lang und hier weiter. Da wollten wir hin. Eine Woche bei uns, Kurisu. Du gibst uns Liebe. Sei gegrüßt. Womit kann ich diesmal helfen? Morgwag, ich habe noch ein paar Fragen. Du hast gar keine Fragen, du hast ihn erledigt. Ich bin wegen meiner Belohnung gekommen. Aber ist denn sicher, dass... Morgwag ist erledigt, für immer. Sonst kriegt ihr euer Geld zurück. Ich verlasse mich auf dich, Hexer. So, haben wir das auch erledigt. Du gibst uns Liebe. So viel Hass Zeit muss sein. Und damit 85 Kronen? Das ist ja super wenig. Aber na gut. Damit würde ich sagen, können wir diese Folge beenden? Oder so? Warte mal. Ist die Quest immer noch offen? Nein, ist sie nicht. Okay, wir machen hier aber schon mal den letzten Wunsch an, die Yennefer-Quest. Und beenden jetzt die Folge. Ich dachte irgendwie gerade, im Wolfspelz sei noch nicht ganz erledigt, aber ist es scheinbar doch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!